Es ist ein lauer Sommerabend. Da möchte man sich natürlich gerne unterhalten, das ist schön. Aber jetzt lade ich euch ein, einfach mal näher zu kommen, ein bisschen ranzutreten. Dankeschön. Denn montagabends vor der Salvatorkirche halten wir immer einen kleinen Augenblick inne. Gemeinsam denken wir über unsere Stadt nach, indem wir Gutes über Gera berichten wollen. Dabei geht es nicht um Schönreden oder Schmeichelei. Nein, auch die kritischen Untertöne haben ihre Berechtigung und auch ihren Platz. Doch unser Grundanliegen als Veranstalter ist es, das Positive zu betonen. Das ist ein, glaube ich, besonders kraftvolles Zeugnis und Zeichen in einer Zeit, in der das Gute leicht vergessen wird und das Schlechte viel Gehör findet. Und als Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Gera verantworten wir diese Veranstaltung, die von einer großen gesellschaftlichen Breite mitgetragen wird. Also herzlich willkommen. Heute stehen wir tatsächlich schon zum 20. Mal hier, 20 Montage hintereinander. Wir haben keinen ausgelassen. Und ich möchte ganz besonders dafür danken, dass es immer Leute gibt, wie den Peter Grigoleit und andere, die jeden Montag die Kirche aufschließen, die Technik bereitstellen und diese halbe Stunde organisieren. Jetzt dürft ihr gerne klatschen. Ja, und danke an alle, auch heute, die kommen und an alle, die auch hier schon mit einem Redebeitrag oder Ähnlichem zum Gelingen beigetragen haben. Mein Name ist Stefan Taubmann, ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in der Eisenbahnstraße und bin heute sozusagen als Versammlungsleiter hier. Hat irgendjemand ein Polizeifahrzeug gesehen? Stehen hinten, gut. Denn offiziell ist eine Versammlung, die wir hiermit auch begonnen haben und die ich zum Schluss auch beschließen werde, ganz offiziell, die bei der Stadt angemeldet ist. Wir schreiben heute den 17. Juni. Der 17. Juni ist ein besonderes Datum. Im vergangenen Jahr wurde er zum 70. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR mit zahlreichen Veranstaltungen ganz besonders auch gedacht. In diesem Jahr, 71. Jahrestag, ist es stiller. Und doch wichtig, dass wir uns als Gesellschaft an jenen 17. Juni 1953 wieder und wieder auch erinnern. Wie war das damals? Wachsende soziale Probleme, Repressionen, besonders die Erhöhung der Arbeitsnormen durch die SED-Regierung haben dazu geführt, dass rund 1 Million Menschen in Ost-Berlin und vielen, vielen anderen Städten in der DDR ihren Protest auf die Straße getragen haben. Die sowjetischen Streitkräfte haben Panzer aufgefahren und mehr als 50 Tote hatte die Niederschlagung des Aufstands zur Folge. Inhaftierungen, Standgerichte, Haftstrafen, insgesamt wohl mehr als 15.000 Verurteilungen durch die DDR-Gerichte. Und ich möchte Sie und euch einladen, dass wir unseren stillen Moment, den wir hier immer am Anfang haben, dass wir den heute als eine Schweigeminute auch begehen im Gedenken an diese Wunde in unserer jüngeren deutschen Geschichte. Und so möchte ich einladen, dass wir einfach einen Augenblick Stille halten. Dankeschön. Der heutige Redebeitrag kommt von Frank Karpstein. Herzlich willkommen. Frank Karpstein hat als Vorsitzender des Vereins Gedenkstätte Amthor-Durchgang und auch als Zeitzeuge vieles über Gera zu berichten. Vieles, auch das nicht schön oder nicht gut war und das man auch nicht schönreden kann. Und doch bringt Frank Karpstein neben den persönlichen Erfahrungen heute auch besonders Gutes über einige engagierte Menschen in unserer Stadt mit, über die er berichten wird.
von damals 1953 bis zur politischen Wende und bis heute. Und damit, Frank Karpstein, hast du das Wort. Ja, jetzt hat mir der Herr Taubmann zwei Drittel der Rede schon an Sie weitergegeben. Daher danke ich Ihnen für Ihr Zuhören. Nein. Natürlich ist das, was man zum 17. Juni sagt, allgegenwärtig und präsent. Trotzdem habe ich mich bemüht, das ein oder andere Neue für Sie herauszufinden. A, um es Ihnen mitzuteilen, aber auch die Erinnerung, die Geschichte dieser Stadt wieder aus dem grauen Feld, das in der Geschichte manchmal liegt, hervorzuholen und dann natürlich in der Gegenwart angekommen zu sein und vielleicht einen kleinen Weg für die Zukunft zu öffnen. Also guten Abend allen, die an dieser Veranstaltung teilnehmen. Oder soll ich besser den Begriff Demonstration für unser heutiges Beisammenstehen verwenden? Wir treffen uns ja hier seit geraumer Zeit, um für die Grundwerte der Demokratie einzustehen. In einer Stadt, die eine Berg- und Talfahrt in der Geschichte absolvierte und immer noch absolviert. Mal himmelhoch jauchzend, jetzt geht's aufwärts, Gera ist wieder wer, bis zu Tode betrübt. Es hat doch alles keinen Zweck. Am besten verlässt man diese Stadt, sucht woanders sein Glück. Vor 71 Jahren haben Menschen dieser Stadt ihr Glück nicht woanders gesucht, obwohl es möglich war. Die Grenzen zur Bundesrepublik waren noch durchlässig, die Mauer um West-Berlin war noch nicht gebaut, im Westen neu anfangen, in der Demokratie leben. Vor 71 Jahren gingen in Gera, wie in mehr als 700 Städten in der DDR, Tausende auf die Straße. Mangelwirtschaft, dirigistische Planwirtschaft führten zu einer erheblichen Unterversorgung der Bevölkerung. Ein makabrer Witz aus dieser Zeit bringt die Situation auf den Punkt. In der SED-Betriebsversammlung informiert der Parteisekretär über die aktuellsten Beschlüsse. Morgen werden alle Arbeitsnormen verdoppelt. Schweigen. Morgen werden alle Löhne halbiert. Schweigen. Übermorgen werden alle aufgehängt, wenn einer aufmuckt. Da meldet sich ein Arbeiter und fragt: Genosse Sekretär, sind denn auch genug Stricke da oder soll jeder erst einen eigenen besorgen? Bereits am frühen Morgen des 17. Juni 1953 versammelten sich ca. 1000 Beschäftigte zum Streik bei der Firma Roto Rekord. Intensive Diskussionen unter den Arbeitern. Der SED-Parteisekretär Hatermus wurde wegen seines anmaßenden Auftritts aus dem Saal verwiesen. Um 10.30 Uhr waren bereits 6500 Arbeiter im Streik. Alle größeren Betriebe Geras wurden bestreikt. Es wurde ein überbetriebliches Streikkomitee gebildet. Mehrere 10.000 Einwohner strömten in die Innenstadt, besetzten das Rathaus, den Rat des Bezirkes, die SED-Bezirks- und Kreisleitung, das Volkspolizeigebäude und die Dienststelle des MFS. Zu den Forderungen der Streikenden gehörten natürlich die Rücknahme der Lohn- und Gehaltskürzungen, freie und geheime Wahlen, Presse, Informationsfreiheit sowie die Auflösung des MFS. Im Verlauf des Vormittags gestalteten sich die Ereignisse in Gera so turbulent, dass die Bezirksbehörde der Volkspolizei gegen Mittag bei der in Gera stationierten waffentechnischen Schule der kasernierten Volkspolizei um weitere Unterstützung bat. Daraufhin werden die Absolventen der waffentechnischen Schule in das Stadtzentrum geschickt, und zwar unbewaffnet, weil sie durch das Tragen von Waffen die Stimmung nicht noch weiter anheizen sollten. Bei ihrem Eintreffen fordern die demonstrierende Bevölkerung die Polizisten auf, sich mit ihnen zu solidarisieren. Die Polizisten ignorieren diese Aufforderung und es kommt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei denen einige der Polizisten verletzt und gewaltsam ihre Uniform entledigt werden. In dieser Situation greift sowjetisches Militär in das Geschehen ein.
und treibt die Demonstration auseinander. Eine neuerliche Wendung nehmen die Ereignisse am Nachmittag, als etwa 200 bis 300 Wismut-Kumpel mit schätzungsweise 40 bis 50 Bussen und Lastkraftwagen in Gera eintreffen. Auf Transparenten fordern sie den Sturz der Regierung. Unter dem Beifall der Bevölkerung fahren sie zum Teil zu den Gebäuden der Staatssicherheit, der FDJ und der SED. Das sowjetische Militär blockiert jedoch die wichtigsten Straßen im Stadtzentrum und so kann diese Fahrzeugdemonstration abgeschwächt werden. Schließlich ziehen die Wismut-Kumpel mit ihren Fahrzeugen wieder aus Gera ab und fahren nach Weida. Dort liefern sie sich mit Kräften der kasernierten Volkspolizei ein regelrechtes Feuergefecht, bei dem es auf beiden Seiten Verwundete gibt. Der Einsatz sowjetischer Truppen beendet auch diese Auseinandersetzungen. Am 2.7.1953 schreibt die Bezirksbehörde der Deutsche Volkspolizei in ihrem Abschlussbericht: Ein Teil der Demonstranten versammelte sich wieder und verstärkte die bereits am Hochhaus stehende Demonstration, von wo aus die weiteren Angriffe gegen die VP und gegen die Haftanstalt des MFS durchgeführt wurden. Von der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei wurde die kasernierte Volkspolizei eingesetzt und mit zwei beladenen LKWs fuhren sie in die Mitte der angesammelten Menge am Hochhaus. Gerade in diesem Augenblick kamen die von Weida abgefahrenen 52 Wismut-Fahrzeuge in die Stadtmitte und durch diese Verstärkung angespornt gingen die gemeinsamen Wismut-Angehörigen und die Provokateure sowie die irregeleitete Masse gegen die kasernierte Volkspolizei vor. Die beiden LKWs der KP wurden auf die Straße umgeworfen, die Genossen der KVP zum Teil entwaffnet und verprügelt. Etliche Gewehre zerschlug man auf der Straße, während heute immer noch zwei Gewehre fehlen. Die Kipperfahrzeuge der Wismut AG gingen dann weiterhin zu Gewalttätigkeiten über, indem sie versuchten, am Hochhaus eine Trägersäule des Gebäudes einzurammen. Nachdem dies nicht gelang, fuhr ein Kipper zur MFS-Haftanstalt, wo sich unter dem Gejohle der Menge dieser an das äußere Tor der Haftanstalt heranmachte und dieses eindrückte. Zu diesem Zweck hat er die Ladefläche nach oben gedreht und fuhr rückwärts an das Tor heran, beziehungsweise er fuhr durch die Tore hindurch. Die Genossen in der Haftanstalt Amthorstraße hatten jedoch bereits durchgeladen und waren mit dem Gewehr im Anschlag. Das führte zu Verwirrungen bei den Randalisten. Sie antworteten zum Teil mit Steinen. Durch sofortige Verbindungsaufnahme mit den Freunden wurden durch drei Panzer dieser Gefahrenpunkt an der Haftanstalt Amthorstraße beseitigt. Zu bemerken wäre hier noch, dass Rädelsführer die Menschenmenge aufforderten, 18 Uhr auf dem Platz der Republik zu erscheinen, wo eine Protestkundgebung stattfinden sollte. Zu dieser Protestkundgebung kam es jedoch nicht, da in der Zwischenzeit der Ausnahmezustand verhängt wurde. In der heutigen Gedenkstätte Amthor-Durchgang sind die Befehle des sowjetischen Stadtkommandanten zur Verhängung des Ausnahmezustands zu sehen. Spätestens da hatte das Märchen vom souveränen Staat DDR ein Ende. Ich bin Jahrgang 59 und in der glücklichen Lage, 35 Jahre die Entwicklung und den Aufbau demokratischer Strukturen mitzuerleben. Aber natürlich habe ich auch 30 Jahre meines Lebens in einem Land gelebt, das sich eine undemokratische Ideologie verschrieben hatte. Zieht man die ersten Kinderjahre ab, kann ich sagen, dass die bewusste Wahrnehmung dieser kommunistischen Ideologie ab dem Jahr 1965 erfolgte. Da kam ich in die erste Klasse. Stolz auf unser Land zu sein, stolz auf die Werktätigen zu sein, die dieses Land aufbauen und in eine strahlende Zukunft führen, das war fürderhin mein Alltag in allen Lebensbereichen. Aber welche Werktätigen waren gemeint, auf die ich stolz sein sollte? Waren es die Genossen der Sozialistischen Einheitspartei, die einer Ideologie nachliefen und für das höhere Ziel der sozialistischen Gemeinschaft die Verfolgung und Unterdrückung Andersdenkender in Kauf nahmen? Waren es die Millionen Menschen, die sich der Diktatur angepasst hatten, heute verächtlich als Mitläufer bezeichnet? Dabei gab es sicher gute Gründe für jeden Einzelnen,
das private Glück und die private Existenz gegen die Bedrohung der Diktatur abzuwägen. Am 71. Jahrestag der Ereignisse vom 17. Juni 1953 kann es für mich nur eine Antwort geben. Die Geschichte der Frauen und Männer, der Werktätigen, die all ihren Mut zusammennahmen und in erst spontanen und später organisierten Demonstrationen ihren Protest gegen das kommunistische Machtregime zum Ausdruck brachten, fand in meiner Schulzeit keinen Platz. Heute sind einige Namen der Akteure von damals bekannt. Siegfried Opitz, Erich Berger, Gustav Grundmann, Werner Gerd, Heinz Hirschelmann. Diese Namen stehen stellvertretend für die Namen von Tausenden, die am 17. Juni 1953 in Gera demonstrierten. Auf diese Bürgerinnen und Bürger kann Gera zu Recht stolz sein. Auch wenn das Feuer der Demokratie in der DDR schnell gelöscht wurde, der Schwelbrand konnte nie gelöscht werden. Und so ist der 17. Juni 1953 auch für die nachfolgenden Jahrzehnte Motivation gewesen, sich für Demokratie und gegen Diktatur stark zu machen. 30 Jahre später, 1983, versammelt sich wieder Menschen in der Stadt, um für das Recht auf Meinungsfreiheit und demokratische Reformen in der DDR einzutreten. Es waren keine Tausende, Millionen hatten das Land Richtung Bundesrepublik vielleicht bereits verlassen. Doch der Schwelbrand am 17. Juni 1953 bekam neue Nahrung. Junge Menschen in Gera hatten genug von Ideologie und Bevormundung, genug vom Lügensystem des Sozialismus, genug von der Unfreiheit. Stellvertretend seien auch hier die Namen genannt. Wie gesagt, es war 1983 keine Tausende, aber 20 bis 30. Katrin Zimmer, Frank Karpstein, Astrid Griesbach, Annette Wurbst, Maya Kühn, Steffi Wiesemeyer, Ina Zillig, Helmut Frakowiak, René Lorenz, Helmut John, Volker Wilsch, Kai Panzer, Thomas Dänecke, Holger Wittgruber, Mike Böhme, Karel Grossmann, Steffen Krems, Michael Grasemann, Hans Ahlendorf, Michael Nitschke, Helmut Jahn. Sie organisierten Versammlungen, diskutierten und versuchten, den öffentlichen Raum zu besetzen. Auch wenn das Ministerium für Staatssicherheit hart zurückschlug und 1985 stolz verkündet, dass es eine unabhängige Friedens- und Demokratiebewegung in Gera nicht mehr gebe, den Schwelbrand der Demokratie konnte die SED nicht mehr löschen. So dauerte es eben keine 30 Jahre mehr bis zum nächsten Versuch der öffentlichen Forderung nach Demokratie. 6 Jahre später zogen wieder tausende Einwohner durch die Straßen der Stadt. Diesmal sollte aus dem Schwelbrand endlich das Leuchtfeuer werden. Die Diktatur wurde hinweggefegt. Den zahlreichen Opfern des 17. Juni 1953, den Bedrängten, den Mutigen wurde später Genugtuung zuteil. Die Stadt Gera würdigte diese, in meinen Worten ausgedrückt, Freiheitskämpfer. An die Ereignisse des 17. Juni 1953 erinnert heute eine Gedenkplatte Ecke Rudolf-Diener-Straße, Amthorstraße. Die Akteure von 1983 wurden mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geehrt. Die friedliche Revolution von 1989 findet heute ihren Ausdruck in einer lebendigen Demokratie. Viele Demonstranten von 1989 engagieren sich in Vereinen, Verbänden oder privat, still, ohne große öffentliche Wahrnehmung. Einige dieser stillen Helfer möchte ich auch hier noch erwähnen. Der katholische Pfarrer Bernhard Sahler, aus dem Rheinland stammend, hat hier in Gera unter dem Radar staatlicher Beobachtung zahlreichen bedrängten Gerern geholfen. Zu Recht ist er Ehrenbürger dieser Stadt. Der katholische Kaplan Michael Wibbler hat während seiner Wirkungszeit in Gera vielen Jugendlichen Perspektiven aufgezeigt, wofür es sich zu leben und zu kämpfen lohnt, ganz egal, ob diese was mit der Kirche am Hut hatten oder nicht. Dafür wurde er von der eigenen Kirchenleitung in Dresden gemaßregelt und schließlich auf Betreiben der Staatssicherheit aus Gera versetzt. Gabriele Tügend, Dramaturgin am Theater in Gera und mitverantwortlich, dass Theaterstücke in Gera inszeniert wurden, die in der ganzen DDR wahrgenommen wurden und große Resonanz bei Jugendlichen erzielten, natürlich gegen den erbitterten Widerstand der SED-Kulturverantwortlichen. Sie gründete eine der ersten Umweltbibliotheken in der DDR. Und das in Gera. Und natürlich Roland Geibel, der nicht nur durch die Stadt Gera, sondern auch bundesweit geehrte. Seine Verdienste aufzuzählen, hieße Eulen nach Athen tragen.
Die Stadt Gera, wir alle, können zu Recht stolz sein auf diese Bürgerinnen und Bürger. Stolz, Dankbarkeit und Erschrecken mischen sich in meinen Rückblick. Stolz, dass es Menschen gab, die der Diktatur trotzten und Demokratie einforderten. Dankbarkeit, dass wir heute in einem Land leben, das die Demokratie als zentrales Ziel und als Lebenswirklichkeit im Grundgesetz festgeschrieben hat. Erschrecken, mit welcher Brutalität die Machthaber der SED ihre Diktatur absicherten. Deshalb bitte ich Sie alle, achtsam zu sein. Eine neue Diktatur verhindern wir nur, wenn wir die Demokratie immer wieder auf den Prüfstand stellen und stetig weiterentwickeln. Vielen herzlichen Dank, Frank Karpstein. Es ist so wichtig, Vorbilder zu haben. Ich bin eine etwas jüngere Generation und doch ist es für jede Generation wichtig, immer wieder diesen Rückblick zu halten. Und deswegen freue ich mich heute auch, eben solche Namen gehört zu haben. Namen von Menschen, auf die wir zurückschauen. Voll Stolz, voll Dankbarkeit. Aber eben Frank Karpstein hat es deutlich gesagt, um uns anzuspornen, weil wir heute leben, aufgefordert sind, unsere zarte Demokratie immer wieder zu stärken und zu gestalten. Damit sind wir eigentlich schon am Ende von unserem kurzen Momento am Montagabend und wir versuchen uns ja immer so a cappella an einem Lied. Und das Einfachste habe ich heute mitgebracht, das ist dieses Gib uns deinen Frieden, Dona Nobis Pacem, und ich hoffe einfach mal auf eure Hilfe. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Ja, und damit geht unser Momento heute zu Ende und wir tun das ja eben auch immer im Aufblick auf einen guten Gott, der uns segnen möchte, von dem wir eben auch diesen Frieden erwarten, den wir Menschen oft gar nicht imstande sind, so zu geben oder zu leben. Und ich möchte euch gerne deshalb auch ein Segenswort mitgeben auf den Weg durch die Woche. Und es ist der Spruch, den wir eigentlich hier auch immer zum Schluss haben. Geht achtsam, geht heiter, vom Geiste getragen und nehmt nicht mehr mit euch als das, was ihr braucht. Vertraut Gottes Güte, verteilt Gottes Liebe, gegründet in Jesus, wohin er auch führt. Geht, singt nun und bringt nun die Gaben des Geistes und sucht voller Hoffnung, was wahr ist und gut. Im Leben, im Lieben, was immer begegnet, Gott schütze und segne euch, was ihr auch tut. In diesem Sinne einen schönen Abend und eine gesegnete restliche Woche. Und jetzt möchte ich schon mal darauf hinweisen, die Versammlung ist hiermit beendet. Und wenn ihr so kurz ausgeschnackt habt, dann begebt euch bitte auf den Heimweg, dass die Polizei, die hinter der Kirche steht, dann auch weiterkommt. Schönen Abend. Applaus